Herzlich willkommen auf der Quer 2. Talia, ich nehme an, du willst deinen Schwestern selbst die Quartiere zeigen. Wenn ihr euch frisch gemacht habt, dann sehen wir uns im Gemeinschaftsbereich. Und ich will jede Einzelheit hören, die ihr mir zu erzählen habt. Talia, er ist ja richtig kuschelig. Maggie, Finger weg, das gilt auch für euch. Oh, immer noch so eifersüchtig. Lasst sie doch in Ruhe. Nachdem Talia jeder ihrer Schwestern ein eigenes Quartier und frische Kleidung gegeben hatte, traf man sich später im Gemeinschaftsraum von Talia und Henry zur Besprechung. Was ist jetzt genau passiert? Ani und Susa sind zügig durch den Tempel gelaufen. Wir in einem Abstand hinter ihnen. Urplötzlich taucht dann dieses Ding auf und versperrt uns den Weg. Ani und Susa können nicht mehr aus dem Tempel heraus. Über Funk haben sie uns noch mitgeteilt, dass sie eine größere Höhle und ein Artefakt gefunden haben. Haben sie etwas von einer Anomalie erzählt, in die eine von ihnen verschwunden ist? Susa hat berichtet, dass Ani urplötzlich vor ihren Augen in einem Licht verschwunden ist. Woher weißt du das? Weil Henry so nach Durox kam. Er ist einfach durch die Anomalie gelaufen, mit voller Absicht. Dann wird Susa das wie Henry gemacht haben. Das Ding, das du gerade erwähnt hast. Wie sieht es aus und wie groß ist es? Es ist doppelt so groß wie dieser Raum hier. Rund wie eine Frucht. Am Bauch hat es Tentakel mit Krallen. Es spricht nicht, aber es ist dröhnend im Kopf. Es hat eine Präsenz, die einem das Blut gefrieren lässt. Henry, denkst du das Gleiche wie ich? Ich werde Alana befragen. Entschuldigt mich. Ja, bitte tut das. Wer ist Alana? Alana ist ein höheres Wesen. Sie kommuniziert nur mit Henry. Dann ist Henry auch ein höheres Wesen. Wir wissen es nicht genau. Alana sagte zwar, Henry sei aufgestiegen. Was das bedeuten soll, wissen wir nicht. Das von dir beschriebene Wesen nennt sich Magnus. Es ist ein Telepath. Seine Gedanken sind zutiefst böse. Seine Schwäche ist seine Behäbigkeit. Was könnt ihr mir noch darüber sagen, wie es aussieht, muss ich gegen es in den Kampf ziehen? Wie bewegt es sich, wo versteckt es sich, hat es einen natürlichen Panzer? Du musst dich mental gegen seine Telepathie erwehren. In seiner Umgebung gibt es Halluzinogene. Du darfst in seiner Umgebung niemals ohne Schutz sein. Es ist egal, ob du es einatmen wirst oder auf der Haut hast. Unsere Worte scheinen dich nicht zu ängstigen. Alana, ist er derjenige? Brock, ich denke ja. Dessus, was ist deine Ansicht? Ich stimme Alana zu. Ich, Brock, besiegle die Abstimmung. Henry, folge mir. Ich möchte nicht undankbar sein, jedoch möchte ich wissen, was jetzt passiert. Tritt in die Mitte des Altars und dir wird die Erkenntnis zuteil. Wenn du es sagst, Alana. Zurück auf der Quer 2 wählt Henry einen Schutzanzug der Delta-Klasse. Dieser bietet ihm durch seine Panzerung rundum Schutz. Jetzt kann er sich dem Telepathen stellen. Ich habe das Wesen erfasst. Es ist noch unter Wasser. Henry, passe bitte auf dich auf. Keine Panik, Talia. Du hast gut reden. Thank you.
Jetzt taucht es auf, es versucht mich zu beeinflussen. Geh weg, lass mich in Ruhe. Nein, du gehörst jetzt mir, mir ganz alleine. Du willst in meinen Geist eindringen, das kannst du haben. Was? Ah nein, hör auf! Ah, lass mich los! Du tust mir weh! Ich bin ein Mensch, vergiss das niemals. Es gibt Stärkere als mich, viel Stärkere. Henry, was ist passiert? Geht es dir gut? Alles gut. Wir haben uns nur unterhalten. Wir haben uns geeinigt. Es lässt mich in Ruhe. Henry, du hast eine Helmkamera schon vergessen? Ich weiß nicht wie, aber du hast es auf der anderen Seite der Höhle an die Wand geworfen. Es ist gestolpert. Henry, es hat keine Beine. Deswegen ist es ja gestolpert. Henry! Ich frag mich, wozu das gebaut wurde. Moment, diesen Energiestein habe ich schon mal gesehen. Eine gute Nachricht. Hier sind keine autreskanischen Überreste. Von dem Artefakt geht eine massive statische Energie aus. Ich gehe näher. Vielleicht finde ich Hinweise. Sei bitte vorsichtig. Hier ist eine schwache DNA-Spur. Ah. Es ist ein Portal. Es ist vollkommen anders als die Anomalie der Sokoliraner. Die Integrität des Anzugs ist beschädigt. Unglaublich. Diese Pilze kenne ich doch. Ich muss raus hier, wenn ich recht habe. Henry erkannte diese Pilze, die er zusammen mit Talia auf Durox ein halbes Dorsek gegessen hatte. Durox Base 1. Ich bin auf Durox. Dann sind Ani und Susa. Bitte, bitte, lass es wahr sein. Ani, Susa, eure Schwestern schicken mich. Henry sah diese einfachen Behausungen und hoffte, Ani und Susa dort anzutreffen. Bei der Behausung angekommen, zeigte sein Scanner zwei Lebewesen an. Doch alles Gute zu reden nützte nichts, die beiden kamen nicht aus ihrer vermeintlichen Sicherheit. Er stellte seinen Kommunikator auf maximale Leistung und rief die Raumbasis Durox Base One. Gouverneur Norbu selbst nahm den Funkspruch an. Er informierte ihn darüber, dass er mit einer weiteren Anomalie hier auf Durox gelandet ist. Gouverneur Norbu rief daraufhin Captain Ramson und First Commander Talia mit ihren Teams nach Durox.